Herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Heute gibt es eine weitere Ausgabe der Hertha BSC News. Und zwar werde ich heute einmal auf die Personalie Arne Friedrich eingehen, auf unseren Sportdirektor. Zusätzlich möchte ich noch einmal auf kommende Trainerkandidaten für die kommende Saison eingehen. Und ich werde dann nochmal zusätzlich die Ansprache von Typhoon Korkut thematisieren. Doch bevor ich damit beginne, noch einmal der Hinweis an euch. Abonniert ganz gerne den Kanal, um auch in Zukunft nichts mehr rund um Hertha BSC und die Bundesliga zu verpassen. Und sollte dir dieses Video gefallen, lasst gerne ein Like da. Ich würde sagen, starten wir jetzt sofort rein mit diesem Video. Ja, ich denke mal, wie es bereits angekündigt hat, die Personalie Arne Friedrich, unser Sportdirektor, hat ja am 8.3., das heißt am heutigen Tage, seinen Dienst abgetreten. Er war seit dem 1.7.2020 unser Sportdirektor, wurde dann vorher von Jürgen Klinsmann als Performance Manager angestellt und man muss sagen, er hat hier einen guten Job gemacht. Zur Transferphase im Winter der letzten Saison wurde er sogar dazu befähigt, sämtliche Transfers zu tätigen. Er hat uns, denke ich mal, mit seinen Transfers mit aus der Scheiße geholt, als wir dort auch kurz vor dem Abstieg standen. Hat dort mit Sami Khedira und Nemanja Radonjić zwei Spieler geholt, die entscheidend am Klassenhalt mitgewirkt haben. Und grundsätzlich muss man sagen, dass er sich hier toll präsentiert hat, dass er hier gute Arbeit geleistet hat, aber jetzt leider aufhört. Er hat dazu ein ausführliches Statement hochgeladen. Er sagt, dass ja, aus verschiedenen Gründen ist in den vergangenen Monaten bei Arne Friedrich das Gefühl entstanden, dass sein Einfluss bei wichtigen sportlichen Entscheidungen nicht mehr ausreichend gegeben ist, um den Aufgaben als Sportdirektor gerecht zu werden. Das hat er so gesagt und daraufhin hat man dann entschieden, die Zusammenarbeit zu beenden und man hofft, so sagt es Arne Friedrich, dass der Verein den kurzfristigen und mittelfristigen Erfolg wieder erlangen wird. Und grundsätzlich lässt darauf schließen, dass er irgendwie, ja, seitdem Freddy Bobic hier als Geschäftsführer Sport arbeitet, nur noch eine untergeordnete Rolle spielt, an sportlichen Entscheidungen, trainertechnischen Entscheidungen keinen Einfluss mehr hat. Und ist, möglicherweise könnte es mir, ich stelle es mir zumindest so vor, um die Personalie Typhoon Korkut. Arne Friedrich sagt zum Beispiel, Typhoon Korkut raus, aber Bobic hat eben das Sagen und dann wird halt eben die Macht nicht mehr aufgeteilt. Jetzt ist es so, dass Freddy Bobic alleinige Spitze ist unseres Vereines, dass er jetzt ganz alleine darüber entscheidet, mit seinem Team, welches natürlich hinter ihm steht, wer welche Position übernimmt im Verein. Es wirkte wie so ein Machtkampf im Inneren des Vereines, wer denn dort das Sagen haben könnte, wer dort die sportlichen Entscheidungen entscheidet, wie man dort mitzuwirken hat. Und wenn halt eben Arne Friedrich diesen Machtkampf verloren hat, dann wird er eben jetzt nicht mehr weiter bei uns Sportdirektor sein. Man muss aber sich dennoch bedanken, er hat gute Arbeit geleistet. In den letzten Saisons hat er sehr gute Arbeit geleistet, war ein zentraler Faktor für den Nichtabstieg in der Saison 2021 und man muss sich eben bedanken. Er war ja auch bereits bei uns Spieler zwischen den Jahren 2002 und 2003 bis hin zum Jahr 2010 und 2011. Kennt den Verein und auswendig und das ist jetzt verdammt schade, dass wir so eine wichtige Stütze bei uns leider verloren haben. Nichtsdestotrotz, es geht weiter für uns. Freddy Bobic hat bestätigt, dass Typhoon Korkut Trainer bleiben wird. Er hat gesagt, Zitat, die Spieler haben für sich klar erkannt, dass sie das Problem sind und dass sie mit anpacken müssen. Dort gibt es natürlich zwei Sachen, die ich dazu zu kommentieren habe. Zum einen muss man halt eben sagen, dass Freddy Bobic eindeutig die Spieler kritisiert, dass die Spieler jetzt, also dass das gesamte Team jetzt auf neue Leistungen gehen möchte, dass das gesamte Team mit einem gewissen taktischen Umschwung die kommenden Spiele angehen möchte, damit man halt eben auch gegen Gladbach, gegen Hoffenheim, gegen Leverkusen, gegen Augsburg die Chance hat, 3 Punkte mitzunehmen. Und diese werden jetzt so wichtig wie noch nie. Die Spieler wollen jetzt anders agieren. Man möchte als Team agieren. Freddy Bobic hat offenkundig im Interview gesagt, dass das momentan kein Team ist. Und da gibt es natürlich eine Frage, die ich mir stelle. Nahezu ein Großteil der Kaders, den wir momentan zur Verfügung haben, wurde von ihm zusammengestellt. Elemente, die laut ihm schon vorher im Sommer kein Team haben, wurden verkauft. Und er hat eigentlich Spieler gekauft, die seiner Mentalität entsprechen, die einen gewissen Teamgeist verkörpern. Aber diesen Teamgeist, den lassen wir komplett vermissen. Kevin Prinz Boateng ist kein Anführer. Maolida, Dong Jung Lee, Marco Richter, Suat Serdar wirken nicht wie die Mentalitätsspieler, wie die Freddy Bobic eigentlich gefordert hat am Anfang des Sommers. Und da muss man halt eben auch sagen, nach einem verkorksten Sommertransferfenster, nach einem ja offenbar auch schlechten Wintertransferfenster, wo die direkten Hilfen ausbleiben, merkt man irgendwie, dass Freddy Bobic bisher keinen guten Job gemacht hat und dass auch er, wenn wir absteigen, sich zu verantworten hat. Die Entscheidung, weiter auf Typhoon Korkut zu beharren, ist risikoreich. Wenn Korkut jetzt nicht zufällig 3 Punkte gegen Gladbach und Hoffenheim und Augsburg holt, dann werden wir höchstwahrscheinlich absteigen. Sollte Korkut gegen Gladbach keine 3 Punkte holen, sollte er dort verlieren, sollte er das Spiel danach verlieren,
dann sehe ich da wirklich den direkten Abstieg auf Platz 17. Jetzt ist es irgendwie das Ziel, nicht abzusteigen. Und dazu muss man nicht auf alte Beziehungen beharren, wie bei Korke, sondern es ist das Ziel, neue Impulse zu setzen. Aber das tun wir nicht. Wir beharren auf Tyvon Korkut, auf ja, einen Trainer, der offenbar die Spieler nicht mehr erreicht, auf Spieler, die mit dem Kopf gerade komplett woanders sind, dass man im Spiel bereits erkennen könnte, dass das nichts wird. Und ich bin gespannt, wie man sich am Samstag im Topspiel gegen Gladbach anstellt. Ja, kommen wir zur nächsten Personalie. Roger Schmidt. Es war ja lange Zeit bekannt, dass Roger Schmidt der Top-Kandidat sei für das Traineramt bei Hertha BSC in der Saison 22-23. Das ist leider nicht mehr so. Er hat Anfragen aus England und Spanien, die er präferieren würde. Das heißt aber eben auch, dass unsere Trainerposition auch in Zukunft überhaupt nicht geklärt ist. Top-Kandidaten, Roger Schmidt, den wir lange Zeit ausgekürt haben, der auch ein richtig guter Trainer wäre, wird nicht kommen. Niko Kovac wird höchstwahrscheinlich auch nicht kommen. Und dann fragt man sich halt, wer sollte dort Tyvon Korkut oder halt eben den neuen Trainer ersetzen. Das muss man halt wirklich hinterfragen. Und dann in etwa erkennen wir halt eben auch, dass sich auch auf dieser Personalie massiv verzockt wurde mit dem Abgang von Paul Dardai. Und das ist halt eben sehr, sehr bitter, wenn wir jetzt auf die kommenden Spiele betrachten. Man muss eben sagen, Roger Schmidt wäre ein fantastischer Trainer für uns gewesen. In dieser Saison hat er einen durchschnittlichen Punkteschnitt von 2,23. Das wäre für uns ein phänomenaler Schmidt. Und mit seiner Taktik, dem zum Beispiel, aber auch seiner variablen Taktik, wie zum Beispiel halt eben auch verschiedene Formationen des 4-4-3-Defensivs, des aber auch des 4-4-2-2. Es wäre halt für uns sehr vorteilhaft, wenn wir halt so einen variablen, starken Trainer haben, der natürlich zusätzlich auch noch die ganze Mannschaft mitreißen kann. Als momentane Schlaftablette Korkut, die, ja, Korkut, seine Pressekonferenzen wirken halt nun mal eben, es tut mir leid, dass ich das so sage, wie ein Herunterlabern von irgendwelchen Phrasen, die nicht auf das Team zutreffen, wie ein Auswendiglernen von irgendwelchen Sprichwörtern, die man jedes Mal wiederholen muss, die dann aber eben auch nicht zutreffen. Und ja, bisher bin ich enttäuscht von der Leistung von Tyvon Korkut und man muss halt eben sagen, auch der Abgang von Arne Friedrich, der Abgang von Paul Dardai zeigen halt irgendwie meiner Meinung nach, dass es jetzt darum geht, dass Freddy Bobic sich vielleicht so seine Mitläufer an die Seitenlinie stellt, anstatt wirklich auf den Kader zu achten, wer denn dort irgendwie reinpasst auf die Position. Ja, das war's zu den News des heutigen Tages. Heute ging es um Friedrich und Schmidt. Morgen werden wir dann auf Tyvon Korkuts genaue Ansage blicken. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Abonniert ganz gerne den Kanal und macht in Zukunft nichts mehr rund um Hertha BSC, die Bundesliga zu verpassen. Folgt mir gerne auf Instagram, denn dort werde ich in Zukunft jetzt auch etwas aktiver werden. Genießt noch den Abend, auch wenn es momentan nicht so gut läuft. Es wird wieder bessere Zeiten geben. Spätestens in der nächsten Saison sollten wir in der zweiten Liga spielen, wenn wir öfters mal gewinnen. Genießt den Abend. Wir sehen uns und tschüss.